Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum Arti-Alltag am Montag. Wir haben die deutschen Artis letztes Mal abgeschlossen mit der Tier 10 Artillerie und es geht jetzt weiter. Wieder auf Tier 5 angefangen und die Franzosen sind wieder dran. AMX 13 AM. Ja, was soll ich sagen? Sie hat keinen Stun. Das Kaliber wird höchstwahrscheinlich zu klein sein. Sie hat eine gute DPM, aber nicht so einen guten Durchschlag. Auch der Explosionsradius ist recht eingeschränkt, möchte man meinen. Dafür ist der Reload und die Genauigkeit ganz gut. Und auch die Mobilität, was wir ja später auch schon dann bei den anderen französischen Artis sehen werden, ist auch ganz brauchbar. Aber trotzdem, es ist Tier 5. Im Grunde ist es fast egal, welche Arti man da nimmt. Die sind alle irgendwie extrem schwammig und nicht wirklich überzeugend. Und jetzt sind wir hier auch noch Low Tier. Mal gucken, was wir da anstellen können. Mir tut die kleine Bishop ein bisschen leid, denn die muss jetzt echt nah ran hier. Wir haben den Vorteil, wir können ein bisschen hinten rumstehen. Insgesamt 3 Arti sind da, auch noch eine 7er Arti. Und ihr seht schon, das ist ein Angriffsgefecht und ich ziele hier eigentlich auf die Standardposition, aber da geht nichts auf. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich hier rankomme. Nö, die müssten weiter vorfahren. Und hier geht jetzt aber leider nichts auf, wobei da auch keiner so richtig sich motiviert fühlt, da zu spotten. Das ist natürlich nie so schön. So, wie gesagt, die müssten weiter vorfahren. Das tun sie nicht. An den kommen wir nicht ran. Der steht in Deckung. Der steht gleich wieder hinter der Deckung. Oh, guck mal. Wolverine. Bleibt die stehen? Nope, die fährt da auch rein. Na, er vielleicht. Kommt der hoch? Wir schießen mal. Oh ja. Warum nicht? Ich dachte erst, der erste Schuss war meiner, aber nope, war er nicht, zum Glück. So, der Reload ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ihr seht schon, der ist relativ gut sogar. Man muss hier zusehen, dass man gar nicht so viel rumhimpelt zwischen den Schüssen. Weil ansonsten kommt man da gar nicht dazu, dass man wieder schnell genug eingezielt ist. Und dafür, dass wir keinen Stun haben, ja, also Alpha ist halt, was haben wir für ein Alpha? Ich muss gleich mal gucken. Moment, erstmal hier auf den VK. Wow, ja, okay, Splash-Radius, ne? So, Alpha 445, auch das ist eigentlich gar nicht überragend, wenn man aber dann aufgrund der relativ präzisen Kanone gut trifft. Ja, ich sag extra, wenn man aufgrund der präzisen Kanone gut trifft, dann kann sie schon wehtun. So, jetzt ist er gekettet. Wow. Ja, großartig. Da kam die Granate wieder mal ein Stück zu spät. So, AFKler. Ne, nicht AFK, aber steht relativ weit hinten. Ah, er bewegt sich. Kann den bitte jemand auf Kette? Ja, also Fazit dieser Arti. Man muss halt genau treffen. Ansonsten gibt's nicht. In der Sekunde fährt das Mist viel weiter. Oh, das sieht gut aus. 2 zu 8. Habe ich nicht irgendwie letztens gesagt, wir verlieren immer in der Arti? Willkommen im Arti-Alltag, meine Damen und Herren. Willkommen im Arti-Alltag. Es ist wie immer ein Traum. Ein wahrhaftiger Traum. So, da komme ich nicht ran. Ja, los, T-34. Ramm ihn einfach weg. Was für ein Gehimpel ist denn das da schon wieder? So, in der Stadt ist im Grunde niemand mal, der spotten kann. Die Super Hellcat hier kann auch nach unten nicht spotten. Wird dann also auch gleich überrannt werden. Es steht 4 zu 9 und das ist einfach fantastisch, wieder jeden Montag oder für jeden Montag den Arti-Alltag aufzunehmen. So, dort ist unser Liebling. Den wir jetzt ein paar Mal nicht treffen durften. Vielleicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Das war jetzt gerade. Ja.
Was soll ich sagen? Nope. Das Problem ist, wenn er jetzt da oben reinfährt, kann ich ihm nicht wieder helfen. Hier unten können wir nichts machen. Es ist halt einfach auch eine beschissene Map für Artillerie, weil die halbe Karte aus Stadt besteht. Hier gibt es jetzt wieder keinen Spot. Doch, gibt es. Aber da kommen wir... Der fährt natürlich weiter. Ja, warum sollte er auch stehen bleiben? Gibt keinen Grund. Dann auf ihn. Naja, jetzt wenn er vorfährt ein Stück. Jetzt geht die Hellcat aber auch schon raus. Ehe wir da eingezielt sind, ist der höchstwahrscheinlich weggefahren. Ja, er macht es natürlich auch gut, ne? So, drei Artis leben noch. Wir haben ihn nochmal getroffen. Drei Artis leben noch plus ein T-34. Fassen wir kurz zusammen. Es ist wie immer, das Team hat sich richtig gut angestellt. Ja. Die Bishop ist da schon gespottet. Und da ist der blöde T-34, den wir seit 5 Minuten versuchen irgendwie. Okay, immerhin, er geht noch raus. So. Frage ist jetzt, wo stellen wir uns hin? Instinktiv gerade richtig reagiert hier. Ja, wobei, der macht uns jetzt auf. Ja. Okay. Großartig. Ja gut, dann Tschüssikowski, es war schön mit euch. Es war mir eine Freude. 5 Sekunden Reload, da kommt auch schon die Gegner-Arti und jo. Aber wir treffen ihn nochmal. Ja gut, und dann machen es eben die Artis. Ah ja, VK36, natürlich mit APCR, das ist ganz wichtig gegen eine Artillerie. Kann man ja auch nicht umladen, ne, wenn man weiß, dass man gerade gegen die Artillerie, VK36, ja. Wenn man gegen die Artillerien fährt, dann braucht man nicht umladen. Nein, das ist zu viel verlangt. Wir gucken mal noch kurz. Der T-34 sollte eigentlich... Wow. Wie die da alle treffen hinter dem Stein, ey. Ich warte jetzt eigentlich auf die Auswertung. Na los, stirb. Stirb tapfer. Kommt doch gleich die nächste Art hier, oder? Die Crusader hat auch schon wieder nachgeladen. Ach, da kommen sie doch schon. Hallo! Ach, ein Träumchen. Ach, lol. Ja, gut. Da geht er raus. Und wir gucken uns mal die Auswertung an, was da so rumgekommen ist. So. Verlasse Gefecht. Wir haben ja mindestens einmal blind getroffen. Wir dürfen also dankbar sein, dass wir hier... wow. 609 Schadenspunkte. Wir gratulieren dem VK30, dem M10, dem KV1 und dem Polen für wahnsinnige 0 Schadenspunkte. Und ja, dafür, dass wir das Medkit gezogen haben, werden wir auch noch belohnt mit 10.500 Credits Miese und eine Runde, die du auch getrost im Klo runterspülen kannst. Ich würde sagen, wir schauen mal in ein zweites Gefecht mit der Tier 5 Franzosen-Arti. Begegnungsgefecht auf Klippe. Wir sind hier mit einem anderen Arti-Kollegen unterwegs, wieder der Bishop. Ja, zwei Arti sind, glaube ich, okay. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Einige fordern ja eine Arti. Definitiv können wir uns darauf einigen, dass drei zu viel sind. Machen wir einen Kompromiss und machen mal zwei Artis draus. Das wäre, glaube ich, ganz okay. Aber hey, Wargaming, wir wissen ja, was passiert ist. Müssen wir jetzt nicht weiter drüber philosophieren. Wir gucken mal, dass wir was treffen können. Wir haben ja gerade in der ersten Runde schon gesehen, dass bei der Arti es wirklich wichtig ist zu treffen, weil sie einfach so gut wie keinen Splash-Radius hat und auch kein Stun. Liegt vermutlich am Kaliber. Ich weiß gar nicht, was hat die für ein Kaliber? 105, ja. Reicht halt nicht. So, der Richtbereich nach links und rechts, pff, ich sag mal, der ist okay. Mehr aber auch nicht. Aber immer noch besser als auf einer Grille oder so. So. Jetzt. Ja, der steht gleich hinterm Stein, hinterm Haus.
Ich nehme einen Stein. Jetzt macht er den weiten Weg. Ja. Hier ist anscheinend niemand. Dann gucken wir doch mal hier Richtung des Caps. Ich verstehe, finde es aber witzig, wie bei Begegnungsgefechten der Cap so ignoriert wird. So, mal gucken, ob der was trifft. Nope. Meilenweit vorbei. Aber der Reload ist halt recht angenehm. So, komm schon, einziehen. What? Stand da was? Nein! So, der steht im Cap. Wir sagen ihm kurz mal Hallo. Stuck. Bezahlt die Positionierung dort auch teuer, würde ich sagen. Oh, bleibt da sogar stehen. Ah! Ja, da flog die Granate wieder mal zu kurz. Was haben wir denn im Gegnerteam? Lev, der ist eigentlich Counter-Alarm, muss man fast sagen. Bleibt da stehen. Oh Gott. Der hat getroffen. Ich muss auch hier hinten irgendwas blind getroffen haben. Das ist echt spannend. So, der jodelt rein. Der steht jetzt safe. Doch nicht. Nein! Er bewegt sich in der letzten Sekunde. So, hier der nächste, der einfach rein jodelt. Und jetzt noch der ELC. Was wird das hier? Okay, er geht raus. So, mein Freund, du... Oh, das wird schwierig. Ne. Mathilda ist natürlich ein nettes Ziel. Aber da kommen wir nicht ran. Die steht safe. Der steht safe. Jetzt nicht mehr. Aber eh der da wieder vor und zurück und vor und zurück, eh unsere Granate angekommen ist. Na los. Komm schon. Trau dich. Nee, er traut sich nicht. Panzer 3-4 von der anderen Seite um die Klippe rum. Ah, ich hatte gedacht, er fährt da lang. Er fährt hier hoch in die Stellung. Jetzt sind sie doch hier. Na gut, okay. Haben sie sich getraut. Wir zielen mal ein bisschen ein. Ziel wäre natürlich erstmal den hier rauszunehmen. Okay, da sind Schüsse dabei. Die sind echt strange. Ja, die sind tatsächlich echt strange. So, ich hätte gern die Mathilda. Die steht eigentlich so, dass wir die treffen können. Oder doch erstmal ihn. Komm schon. Na, immerhin. So. IKV. Der Mila-Panzer oder er. Ne, da kommen wir nicht ran. Dann der IKV. Also, die Kanone ist eigentlich präzise, aber die hat zwischendurch, vergisst sie das irgendwie immer mal wieder, dass sie präzise ist. Da sind echt Schüsse dabei, wo du denkst so, what the fuck, was ist denn nur falsch mit dir? Der Moment, wo ich wieder auf die Mathilda gehe, geht der IKV wieder auf. Das Problem ist, dass sie halt, dass der Blumen so groß ist, dass es echt schwer ist. Also beim Umzielen muss man Ewigkeiten wieder einzielen. So, komm schon, 3 Sekunden. Ah, jetzt pushen sie die wieder. Jetzt steht sie wieder genau 1 Millimeter safe. Na, treffen wir das Wrack. Ah, wir haben sie auf Kette gesetzt. Wir kriegen den Support-Damage vom T-34. Aber er schafft es irgendwie nicht, sie rauszunehmen. Ach, jetzt, okay. So, ich würde sagen, wir rücken mal ein Stück nach. So ein kleines Stück zumindest. So, wir haben noch einen Hetzer. M10, da würde ich mal drauf tippen. Die sitzen irgendwo hier oben. Mal gucken, ob wir da noch was abbekommen. Halten da mal blind rein. Ja gut, bei so wenig Splash-Radius ist es halt echt eine Glückssache.
Da ist der M10. Hätte gedacht, der steht da oben. Wow. Habt ihr gesehen, wo die Granate hingegangen ist? Da fühlst du dich schon leicht verarscht, würde ich sagen. Dass du dann keinen Schaden machst. So, eine Arti steht hier. Drei Sekunden braucht die Granate, bis sie da ist. Nein! Ach, come on. Ah, hier steht die Lev irgendwo. Ich würde tippen, sie steht irgendwie hier. Wow. Ja, immerhin. Immerhin. So, jetzt fehlt noch der Hetzer. Die Frage ist, wo ist der? Oh Gott, diese Einzelzeiten. Also die Einzelzeiten auf 5er Artis sind wirklich elendig ekelhaft. Der Kollege ist weggefahren. Ach, guck mal, er steht hier. Yes, haben wir ihn nochmal getroffen. Da ist der Hetzer. Ich ziehe jetzt aber nicht nochmal um. Ich bleibe jetzt hier drauf. Genau. Nehmen wir ihn raus. Machen wir noch einen Kill. Und mal gucken, wie viel Schaden wir hier am Ende gemacht haben. Da war ja, wie gesagt, noch der Blindschuss vom Anfang mit dabei. Das war auf jeden Fall mal gewonnen. Und wir haben gesehen, was 5er Artis so... Naja, so schwierig macht. Sie haben im Grunde das gleiche Problem wie höhertierige Artis, aber dadurch, dass sie halt meistens keinen so richtigen Splash haben, so die hier vor allen Dingen gerade nicht, gut gemacht, danke für nichts, ist es halt auch nochmal doppelt schwierig, dann, wenn man nicht trifft, irgendwie was zu machen. Eine zweite Klasse gibt es hier, 948 Schadenspunkte, das war gar nicht so schlecht. Die Lev haben wir getroffen für 135 und hier der Stuart, 209 insgesamt. Aber warum steht da jetzt bloß ein Treffer? Den haben wir doch mehrmals getroffen. Also wir haben ihn am Ende rausgenommen, aber eigentlich... Ich verstehe die Anzeige nicht so ganz, aber sei es drum. Mit Tagesbonus 113.000 plus, wenn man die nur 95 abzieht, wären es halt keine 20.000, 17, 18.000 roundabout, wenn ich mich nicht verrecht habe. Das ist okay. Ja... 5er Arti halt. Mal so, mal so. Ich gucke noch mal rein. Das war tatsächlich schon die große Kanone. 105 mm. Da gibt es halt leider noch keinen Stun. Von daher war es, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber es sind halt 5er Artis. Wenn man da nicht noch eine super Crew hat, wie hier auf dem Presseaccount, dann ist das größtenteils schon relativ anstrengend. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Carbine, Cortano, Gorwin, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.